Wenn man auf Joel.de aktiv ist, bekommt man Punkte. Diese Punkte nennen wir Joellen. Joellen bekommt man schon bei der Registrierung oder wenn man Geburtstag hat, wenn ein anderer User das eigene Profil anguckt und vor allem, wenn man ein neues Thema öffnet und wenn man auf Themen antwortet. Das sind die wichtigsten Punkte. Also sobald man aktiv wird, Beiträge schreibt, bekommt man Joellen. Diese Joellen braucht man, wenn man Pferde kaufen möchte oder Pferde verkaufen möchte im virtuellen Reiterhof. Eine häufig gestellte Frage ist immer wieder, wo kann man die Joellen einsehen, wie viele Joellen man hat? Man kann die Joellen immer dann sehen, sobald man einen Beitrag geschrieben hat. Ich zeige das jetzt mal anhand eines Beitrages. Ich suche mal einen Beitrag von mir im Talkcafé und hier sehen wir auch schon eine Umfrage, die ich erstellt habe. Und jetzt sehen wir oben hier meinen Benutzername, dann das Avatar auf der linken Seite und wenn wir rechts gucken, sehen wir die aktuelle Beitragsanzahl und vor allem hier sehen wir die Joellen, also die Punkte. Dann sehen wir, wie viele Joellen ich auf der Bank habe und wie viele Joellen ich insgesamt habe. In der oberen Menüleiste haben wir das Joel-Menü und dort sehen wir auch die Punkte. Hier haben wir das Hauptmenü. Ich klicke jetzt auf das Hauptmenü. Und im Hauptmenü sehen wir das Ganze nochmal, den Joellen-Gesamtbetrag, dann die Joellen, die ich auf der Bank habe. Und ja, das war's schon. Wenn ich jetzt Joellen auf die Bank legen möchte, um 2% Zinsen zu kassieren, dann machen wir das folgendermaßen. Ich klicke erst einmal auf die Bank. Dann gebe ich hier den Betrag ein, den ich einzahlen möchte. Angenommen, ich möchte 100.000 auf die Bank einzahlen. So, und jetzt sehen wir auch schon, dass der Gesamtbetrag sich verändert hat. Und auf der Bank habe ich nun 220.000 Joellen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Joellen zu überweisen an andere Mitglieder, um zum Beispiel ein Pferd zu kaufen. Dies würden wir folgendermaßen machen. Wir würden den Benutzernamen des Users eingeben, von dem wir das Pferd kaufen möchten. Dann geben wir den Zahlungsbetrag ein und ganz unten den Zahlungsgrund. Dann klicken wir auf Senden und dann wird das Geld an den User gesendet, vom eigenen Konto abgezogen und dem User gutgeschrieben, der das Pferd verkauft hat. Also, wir haben die Möglichkeit, das Geld auf eine Bank zu legen, um Zinsen zu bekommen. Dann haben wir die Möglichkeit, Joellen zu überweisen. Wir können den eigenen Verlauf angucken. Und ganz oben noch die Lotterie. Wir können bei der Lotterie mitspielen, um möglicherweise bei der wöchentlichen Lotterie oder bei der täglichen Lotterie zu gewinnen.